Hi und willkommen zu Teil 1, mehr und stärker werden oder wie geht Machtaufbau durch Organizing? Wir starten direkt mit einem kleinen Quiz. Frage 1. Mit welchem Dünger bringen wir unsere sozialen Bewegungen am besten zum Wachsen? A. Mit Beziehungen. B. Mit guten Argumenten. C. Mit tollen Aktionen. Schreibe deine Antwort auf einen Zettel. A, B oder C. Und es geht weiter mit Frage 2. Welche Eigenschaft haben Organisationen gemeinsam, die ihre Anliegen erfolgreich durchsetzen? Welche Eigenschaft haben Organisationen gemeinsam, die ihre Anliegen erfolgreich durchsetzen? A. Bezahlte Angestellte. B. Sie machen Strategieentwicklung mit den Mitgliedern. C. Sie machen gute Pressearbeit. A, B oder C. Schreib deine Antwort auf deinen Zettel. Die Antworten verraten wir am Ende dieses Videos. Wisst ihr, was uns richtig wütend macht? Corona, Kriege, Inflation, Klimakatastrophe, Energiekrise. Viele Menschen fühlen sich super unsicher und müssen jeden Cent umdrehen. Und das, während die globale Vermögensverteilung so aussieht. Ende 2020 besaß 1% der Weltbevölkerung fast die Hälfte des weltweiten Vermögens. Und das war vor Corona. Laut dem Deutschen Wirtschaftsinstitut haben die 2700 Milliardäre auf der Welt ihr Vermögen in den Corona-Jahren auch noch verdoppelt. Und das macht nicht nur uns wütend, sondern auch unsere NachbarInnen. Bei mir im Kiez wird schon Enteignung gefordert. Und was macht dich richtig wütend? Nimm dir mal einen kurzen Moment, das aufzuschreiben. Fast alle Menschen können diese Frage beantworten. Aber während die meisten Menschen wissen, was ungerecht ist und was sich ändern müsste, wissen die wenigsten, wie wir das ändern können. Viele Menschen, die in sozialen Bewegungen und NGOs aktiv sind, glauben, wir können die Welt verändern, indem wir Druck auf die da oben ausüben. Wir setzen uns ein Ziel, wie zum Beispiel kostenlosen Nahverkehr. Dann machen wir Aktionen, die Menschen mit Macht, das heißt Politikerinnen oder Vorstände, dazu bringen sollen, es umzusetzen. Ganz falsch ist das nicht. Aber so erzeugte Veränderungen sind oft klein und halten nur kurz an. Woran liegt das? Traurig aber wahr, wir sind zu wenige. Ohne Geld und Entscheidungsmacht werden wir am Ende immer übertrumpft. Im Organizing machen wir auch Kampagnen und Aktionen. Der große Unterschied ist, wir machen alles so, dass wir mehr Leute gewinnen, mitzumachen und größere Verantwortung in unseren Bewegungen zu übernehmen. So werden wir immer mehr Leute, die immer mehr machen können und immer mehr zusammenwachsen. Organizing ist die Kunst, viele und stark zu werden, um die Welt zu verändern mit denen im Zentrum, die jetzt am meisten von Ungerechtigkeit und Ausbeutung betroffen sind. Warum brauchen wir das? Normalerweise wird Macht als Pyramide dargestellt. Ganz oben die mit der meisten Macht. Im Organizing nutzen wir ein anderes Bild, eine umgedrehte Pyramide. Wir gehen davon aus, dass Systeme von Entrechtung und Ausbeutung nicht in sich stabil sind. Sie halten nur, weil sich Systeme gegenseitig stützen. Hier als Säulen dargestellt, zum Beispiel, werden Klimawandel verursachende Treibhausgase von der Autoindustrie, der Agro- und Energieindustrie gestützt. Für tiefgreifende Veränderungen müssen wir also wirklich viele und gut organisiert sein, um an den verschiedenen Säulen zu sägen und das System zum Einstürzen zu bringen. Und es ist gut, wenn wir mit unserer Gruppe an ganz konkreten Teilthemen arbeiten und dort Erfolge erzielen. Hier drei Beispiele für Bewegungen, die wir bewundern. Wie aus einer kleinen Gruppe eine Massenbewegung erwachsen kann, zeigen uns die Widerstandskomitees im Sudan. Sie wollten dem Regime von Omar al-Bashir ein Ende setzen. Echte Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Die ersten Widerstandskomitees fokussierten auf nachbarschaftliche Organisierung durch gegenseitige Hilfe und viele, viele persönliche Gespräche, um Vertrauen aufzubauen. Heute gibt es landesweit über 5000 Komitees, die das Land praktisch unregierbar machen. Die Gewerkschaft der Buspassagiere in Los Angeles ist entstanden, um Klimakämpfe mit sozialen Kämpfen zu verbinden. Sie fanden es ungerecht, dass alte, luftverschmutzende Dieselbusse nur in den ärmeren Vierteln fuhren, in denen mehrheitlich schwarze Menschen und People of Color leben, während in den weißen, reicheren Vororten Zugstrecken mit Steuergeldern ausgebaut wurden. Im Rahmen einer Kampagne organisierten die Aktiven, dass Buspassagiere nicht mehr für den öffentlichen Nahverkehr bezahlten. Die Passagiere und BusfahrerInnen organisierten also einen Streik. Sie gewannen 50.000 Mitglieder, kostenlosen Nahverkehr für Schulkinder und die erste CO2-freie Busflotte der USA. Ein Beispiel aus Deutschland ist die stadtpolitische Bewegung in Berlin. Im September 2021 haben über 1 Million
BerlinerInnen für die Enteignung großer Wohnungskonzerne gestimmt. Wie war das möglich? Klar ist der Druck am Wohnungsmarkt gerade extrem groß. Entscheidend war aber die Vielzahl an Organisierungsprozessen. Von Nachbarschaften, Wohnhäusern, hunderten kleinen Initiativen. Auf diesen Strukturen konnte die Organizing-Arbeit der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen aufbauen. In dieser Kampagne waren folgende Aspekte zentral. Erstens, mehr werden. Zweitens, Organisierung von denen, die am meisten betroffen sind, also einkommensarme MieterInnen. Drittens, gemeinsames Lernen in Workshops. Und viertens, diverse niedrigschwellige Taktiken, sodass jeder mitmachen kann. Haustürgespräche, Infostände, Unterschriften sammeln und noch vieles mehr. Organizing heißt, den Boden für Bewegungen aufzubereiten und Ranghilfen zu schaffen, damit sie wachsen. Als OrganizerIn helft ihr anderen beim Wachsen und ihr stützt euch gegenseitig, um gemeinsam hoch hinauszukommen. Im Gegensatz zu etwas klassischerem Aktivismus heißt das, sehr viel zuhören. Verstehen lernen, was andere Menschen bewegt, was sie für Fähigkeiten haben, was sie gerne lernen wollen und was sie brauchen, um in unserer Gruppe Fuß zu fassen. Das heißt, Vertrauen aufbauen. Beziehungen sind der Antrieb für viele Menschen, in einer Gruppe aktiv zu werden und zu bleiben. Seid deshalb bereit, längere Zeit und verbindlich als Gruppe miteinander zu arbeiten. Das heißt auch, neue Leute müssen nicht alle unsere Überzeugungen teilen, um mitmachen oder in der Gruppe bleiben zu dürfen. Wir arbeiten aktiv daran, wie unsere Gruppe noch einladender wird. Stellt die Stärken ins Zentrum. Anstatt immer den Fehler zu suchen, richten wir unseren Blick auf Stärken und Fähigkeiten. Wir bemerken diese explizit und sagen uns, was wir aneinander schätzen, wofür wir uns vielleicht sogar bewundern. Steve Williams, der auch viel Organizing lehrt und von dem wir viel gelernt haben, sagt, dass wir im Organizing sowohl das System als auch die Menschen verändern, die sich in den Kampagnen engagieren. Organizing richtig gut zu machen, bedeutet viel Arbeit. Deshalb gilt, wir gehen Schritt für Schritt und benutzen Werkzeuge, die sich einfach lernen lassen und Spaß machen. Bevor wir zwei dieser Werkzeuge mit euch teilen, kommen wir jetzt zur Auflösung des Quizzes. Unsere erste Frage war: Mit welchem Dünger bringen wir unsere sozialen Bewegungen am besten zum Wachsen? A, B oder C? Was hast du geantwortet? Würdest du jetzt eine andere Antwort wählen? Die richtige Antwort war Beziehungen. In Kursteil 2 werden wir üben, wie wir persönliche Gespräche, auch 1-zu-1-Gespräche genannt, führen können. Frage 2 war: Welche Eigenschaft haben Organisationen gemeinsam, die ihre Anliegen erfolgreich durchsetzen? A, B oder C? Schau deine Antwort an. Bleibst du dabei? Wir lösen auf. Die Antwort ist B. Strategieentwicklung mit den Mitgliedern. Und dafür könnt ihr das Spektrum der Verbündeten gebrauchen, das ihr in Teil 3 unseres Kurses lernt. Und natürlich sind gute Argumente, tolle Aktionen und eine gute Pressearbeit auch wichtig. Aber oft legen wir den Fokus nur darauf und vergessen den Beziehungsaufbau, obwohl es der Punkt ist, der einen wesentlichen Unterschied macht. Um mehr und stärker zu werden, helfen uns also Werkzeuge und Haltung. Die lassen sich lernen und üben, was wir jetzt machen.